Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Die Feuerwehr war beim Brand eines Schweinestalls in Vechta im Einsatz. Das Feuer brach am Donnerstag in Holzhausen aus ungeklärter Ursache aus. Es befanden sich keine Tiere in dem neuen Gebäude. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den Nachbarstall verhindern. 160 Einsatzkräfte waren vor Ort. Erste Weichen für eine Nordwestumgehung in Lohne sind gestellt. Die Mitglieder des Bauausschusses befürworten eine Umweltverträglichkeitsstudie. Zuvor hatte ein Osnabrücker Planungsbüro insgesamt 5 mögliche Trassenvarianten vorgestellt. Das ist eine 6-reihige Pflanzmaschine. Wie wir hier vorne sehen, ist einer von unseren Mitarbeitern damit beschäftigt, eventuelle Lücken nachzupflanzen. Weil die Leute auf der Maschine letztendlich noch Menschen, die auch mal, ich sage jetzt mal, irgendwo juckt es, die müssen sich kratzen oder sonst was, dass da jetzt mal 1, 2 Pflanzen nicht gesetzt werden. Dafür ist dann unser Direktor, der jetzt hinterherläuft und eventuelle Lücken dann nochmal ausfüllt. In Lohne ist an diesem Wochenende Frühjahrsmarkt, unter anderem mit einem Streetfood-Festival. Am Sonntag ist in der Innenstadt außerdem noch verkaufsoffen. Der Frühjahrsmarkt startet am Freitag um 14 Uhr, am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Und in Dinklage findet zum ersten Mal eine Jux-Olympiade statt. Dabei gibt es sogar einen Feuerlauf durch die Stadt. Um 13 Uhr geht es los, Veranstaltungsort ist der Kardinal-von-Galen-Platz. Die Veranstaltung wird vom TVD organisiert.